Ja, willkommen zum neuen Android-Tutorial. Dieses Mal geht es um Notifications in Android und es sieht im Moment wie folgt aus in dieser Situation. Ich habe zwei Activities. Einmal halt unsere Main-Activity, die recht leer ist. Die beinhaltet im Moment einfach nur einen Button, Notify Me, der in der Main-Activity diese Methode aufruft. Dazu habe ich eine leere Respond-Activity, in der eigentlich überhaupt nichts drin ist, weil da wollen wir später erst was reinbringen. Im ersten Teil, in diesem Video, geht es nur darum, wie kriegen wir überhaupt erstmal eine Activity erzeugt und nicht im Detail darum, wie man das Ganze noch mit schön ordentlich mit Leben füllt. Ich erwähne noch dazu, ich habe hier noch so ein kleines PNG-Bild von Icon Finder und das dient uns als kleines Icon für die Notification. Und dann wollen wir auch direkt starten. Das Ganze lässt sich sogar recht einfach heutzutage lösen. Dazu gibt es dies von Android das vorgefertigte Notification Compat. Und das wollen wir dafür jetzt einfach ausnutzen. Notification Compat. Wir brauchen einen Builder, weil das ist ganz simpel. Wenn wir den Builder haben, dann können wir damit alles selber machen. So, Notification Compat. Punkt. Builder. Und er möchte natürlich einen Kontext haben. In diesem Fall, der Zusammenhang mit dem Ganzen, ist natürlich jetzt unsere aktuelle Activity. Wir machen hier jetzt mal kein Semikolon, sondern wir machen jetzt eine längere Kette von weiteren Befehlen, die wir aufrufen. Und zwar set small icon. Da geben wir unser kleines Notification-Icon rein, damit das auch klein angezeigt wird. Einmal klein oben mit drinne. Und wenn man es groß aufzieht, sollte man es auch groß sehen. Das sollte hier nachher im Emulator passieren. Und ich glaube, hier läuft sogar noch vom Testen eben eine Notification. Genauso soll das halt mal aussehen. Hier unser Icon. So. Weiter im Text. Und zwar Set Content Title. Das ist der Titel, der steht, der die Kurzbeschreibung quasi neue Nachricht. So ein bisschen an WhatsApp, Telegram und wie es alles angelehnt ist. Set Content Text, das ist eine genaue Beschreibung. Sie haben neue Nachrichten. Das sind so die drei, die erstmal wichtig sind, was man Minimum braucht. Natürlich, so eine Notification macht nur Sinn, wenn euer Gerät dazu auch lustig vibriert, klingelt, Ton macht, wie auch immer. Das Ganze kann ich hier mit dem Emulator nicht zeigen. Der Quellcode funktioniert aber. Das Ganze ist nämlich Set Defaults und dann können wir einfach sagen Notification. So, und dann könnt ihr sagen Default Vibrate, Default Sound, Default Light, Default Color. Also hier gibt es so einiges, was man hier alles auswählen kann. Wir machen mal einfach Default All und dann sollte das eigentlich klingen und vibrieren in dem gleichen Muster mit den gleichen Farben, wie in den Systemeinstellungen von Android festgelegt ist. Und dann sollte es eigentlich auch funktionieren. So, jetzt kommt der erste wichtige Teil. Was passiert, wenn wir darauf klicken? Dazu können wir uns einfach ein Intent bauen und geben Respond Activity da rein, sodass halt unsere zweite Activity aufgerufen werden soll. Jetzt gibt es noch einen kleinen Trick dazu. Das Problem ist ja, wenn wir die Activity aufrufen und wir den Back-Button überschrieben haben in der Activity, landen wir in unserer vorherigen, also in diesem Fall zum Beispiel jetzt in der Main-Activity. Da man das ja nicht unbedingt möchte, dass wenn der User eine Notification kriegt und in der Anwendung den Back-Button drückt, innerhalb unserer Anwendung bleibt, sondern er möchte vielleicht wieder zurückspringen, wo er hergekommen ist, müssen wir den Task-Stack-Builder benutzen. Der kann dazu genutzt werden. So, da haben wir ihn schon. Der kann dazu genutzt werden, um den Stack zu leeren. Also, das heißt quasi, das stellt sicher, dass die Navigation rückwärts von der Activity wieder auf den Homescreen führt und nicht in unsere Activity irgendwie rumdümpelt. Weil wer weiß, was da irgendwo schon mal für ein Unterding ist, wo man sich 5000 Mal durchklickern muss. So, stackbuilder.set addParentActivity war das. AddParentStack, genau. Und da geben wir die RespondActivity an. Und als Next Intent geben wir unseren Result Intent an, also das Ziel, wo wir hin möchten. So, das Ganze
ist jetzt ein Pending Intent. Pending Intent ist quasi einer, der so im System noch drin rumläuft als Notification und der auf so einem Zwischenschrittpunkt steht, der erst ausgeführt wird, wenn er quasi ausgeführt wird. Also wenn man darauf drückt. Pending Intent und den bekommen wir aus dem Stack Builder. .get Pending Intent. Jetzt geben wir hier den Request Code ein, heißt und finish, was da rauskommen soll. Ich gebe eine 0 mal einfach ein. Und wir bekommen hier das Pending Intent. Wir nehmen das Flag Cancel Update Current. Das heißt, der ganze Stack wird einfach geupdatet. Das alles wird geupdatet, was da drin schon ist. Also intern, hier, da gehe ich im nächsten Video nochmal genau drauf ein, wenn es denn darum geht, zum Beispiel kleinere Buttons, weil zum Beispiel bei E-Mails hat man ja auch, wenn man die Notification von Android kennt, so einen kleinen Button da oben mit drin, wie lesen, antworten, löschen, ignorieren, irgendwie sowas. Und die möchte ich euch auch nächstes Video zeigen und da gehe ich noch genauer drauf ein, was dieses Flag Update Current heißt. Für den ersten Schritt reicht das erstmal. Jetzt müssen wir auf unseren Builder wieder zugreifen. Und müssen den Content Intent setzen. Das ist wirklich dann der Pending Intent, der dafür zuständig ist, nachher der da drin steht, wenn die Notification aufgerufen wird, damit das alles an unser System übergeben wird. So, jetzt fehlt, wie eben schon erwähnt, die Übergabe ans System. Die Übergabe sieht wie folgt aus. Wir brauchen den Notification Manager. Ich nenne ihn einfach mal Manager. Und den bekommen wir aus unserem System. Das müssen wir einmal kurz casten und wir können einfach get system service sagen, weil wir wollen ein System Event auslösen und da können wir über context.notification service einfach drauf zugreifen. Dann haben wir den Handler sozusagen, eine Referenz auf das Manager Objekt von dem Notification Geschichte und können unserem Android System einfach sagen, dass die Notification geworfen werden soll. Und dazu nehmen wir einfach den Manager und sagen einfach Notify. Jetzt will der hier zwei Parameter haben, und zwar nämlich eine ID. Ich nehme mal für die ID 1101. Das ist eigentlich nur eine interne Zahl für späteres Updaten. Zum Beispiel, wenn eine neue Nachricht reinkommt und man hat einen Counter drin und man möchte den Intent gerne updaten, dann möchte man ja kein, oder die Notification, dann möchte man keine zweite Notification bauen, sondern man möchte die wir jetzt schon gebaut haben, einfach updaten. Und dazu können wir uns dann immer wieder mit dieser ID darauf berufen. Daher ist es eigentlich nicht so schlau, eine festkodierte zu nehmen, aber aus Zwecken der Einfachheit und Übersichtlichkeit bleiben wir hier einfach mal bei dem, was wir schon haben. Einfach einen Standardwert reinlegen, 1101 und jetzt sagen wir noch mBuilder.build und dann haben wir unsere Notification. Ich starte das Ganze jetzt mal an unserem Device hier. Oh, schau, das kann ich jetzt nicht weiter nach unten verschieben. Sollte gleich die App alles auftauchen und wir sehen da den Button Notify und sobald ich darauf klicke, oh, sogar mit Ton. Ich weiß nicht, ob man das hört unten über die Boxen und das Mikrofon, aber es spielt sogar wirklich einen Ton ab. Und wir haben hier oben eine Notification drin, sie haben neue Nachricht. Und ich kann sie jetzt auch rauswischen, wie man es kennt, zu beiden Seiten. Die verhalten sich also genauso wie WhatsApp-Notifications, Telegram, wie auch immer. Und in dem Moment, wo ich hier rauf drücke, wird der Impending Intent ausgelöst und ich lande in der Respond Activity. Genau da, wo wir sein wollten. So, jetzt ist das Problem, dass ja dieses blöde Ding da oben immer noch drin ist und wir das rauslöschen möchten. Das ist natürlich kein schönes Verhalten. Darum können wir nämlich hier oben reingehen und wieder sagen Set Auto Cancel und sagen einfach True. Das ist noch so ein kleines Feature. Mit dem Set Auto Cancel können wir dem Ganzen nämlich beibringen zu sagen, ich gehe mal einfach auf den Home, zu sagen, dass das sobald das geklickt wird, einfach auch direkt verschwinden soll. Und das ist ja eigentlich nur das, was man haben möchte. Notify, er spielt wieder einen Ton, es ist wieder da, sie haben neue Nachricht, ich klicke rauf, es ist verschwunden hier oben raus und ich bin trotzdem in meinem Respond Activity gelandet und kann jetzt quasi hier weiter mitarbeiten und kann einfach dann meine Sachen hier abarbeiten. Zum Beispiel, wenn man jetzt im Hintergrund noch irgendeinen Service hätte oder irgendeinen weitere Funktion, die läuft, die aufgerufen wird. Oder ihr einfach nur, wie gesagt, einen Messenger bauen wollt, dann ist das halt der richtige Weg, die User zu Notification zu senden. Ihr könnt Notifications auch aus im Hintergrund laufenden Diensten, also Services, aufrufen. Das ist gar kein Problem. Zum Beispiel, wenn eine Push-Nachricht kommt, dran gekoppelt, das macht WhatsApp ja auch.
Das funktioniert auch. Das lernen wir alles in den nächsten Teilen dieser kleinen Mini-Tutorial-Reihe unter Android. Da geht es nämlich erstmal im nächsten Teil, wie gesagt, weiter mit den Buttons da drin, dass wir links und rechts einen Button haben. Und danach kommen wir dann dazu, wie man das Ganze über diverse andere Kanäle auslöst. Nämlich, was ich bauen werde, ist ein kleiner, feiner Online-Dienst, nämlich Google Cloud Messaging. Und dann können wir online von unserem PC heraus auf unserem Handy die Notifications auslösen. Da soll es hingehen. Ich wünsche euch mal viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachbauen und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.